Ich lebe ja wahnsinnig gern in Wien. Davon habe ich als Kind immer schon geträumt. So, wenn ich mit meinen Eltern irgendwie die Tante besuchen gefahren bin oder wenn wir ins Theater gefahren sind oder einkaufen, das war immer das Schönste, einfach Stadt. Ich liebe ja immer die Früh. Und ich stehe dann auf und bin total gut drauf und bin glücklich, weil auch in der Früh kann nichts passieren, um nicht glücklich zu sein, weil da hat dir der Tag ja noch nichts getan. Das beflügelt das Schreiben sehr. Also ich schreibe schon eher aus dem Glücklichsein heraus und versuche auch irgendwie so ein bisschen Geschichten zu erzählen, die glücklich machen. Ich habe drei Dinge in meinem Leben, die mich so richtig glücklich machen und die ich so richtig liebe. Das ist Fußball, das sind Stöckelschuhe. Und das ist altgriechisch. Ich habe immer schon wahnsinnig gerne Geschichten erzählt. Auch als ich schon 3, 4, 5 Jahre alt war, war Erzählen immer das Tollste. Früher habe ich halt immer meinem Bruder und dem Hasen und der Katze Geschichten erzählt. Und mein Bruder wurde halt dann älter und was überblieb, war dann halt das Schreiben. Blasmusik Pop ist wahrscheinlich, glaube ich, schon so ein Titel, wo man ein bisschen drüber stolpert, wenn man das erste Mal liest. Also Blasmusik Pop klingt natürlich jetzt so ein bisschen anrüchig wahrscheinlich und man fragt sich so, was soll das eigentlich sein? Das Moment, wo ich zu diesem Titel gekommen bin, wollte ich eigentlich ursprünglich einen Poproman schreiben. Und was ist ein Poproman? Ein Poproman ist einfach ein Roman, der sich ganz intensiv mit Gegenwart bzw. mit der Welt beschäftigt, die gerade irgendwie aktuell ist und wichtig für die Figuren. Und wenn man da halt hineinzitiert, was ist für die Figuren wichtig, dann sind das halt so Dinge wie Blasmusik und Feuerwehr und Fußball und Dorffeste. So kam es halt dann zum Blasmusik-Pop. Das Schöne an dem Titel ist, dass ihn auch mein Opa aussprechen kann, wenn er keine Zähne drinnen hat. Blasmusik-Pop. Ich habe so wahrscheinlich immer zwei verschiedene Schreibphasen. Das eine ist die euphorische Schreibphase und das andere ist die manische Schreibphase. Die euphorische Schreibphase, das ist so eine Zeit, da kann ich überall schreiben, da kann ich unter allen Bedingungen schreiben. Und die manische Schreibphase ist dann die, wo ich wirklich auf meinem Schreibtischsessel, ohne Kontakt zur Außenwelt, einfach ganz konzentriert arbeiten muss. Aber wenn ich es jetzt wirklich kurz zusammenfassen müsste, worum geht es im Blasmusik-Pop, dann würde ich einfach sagen, dass es um ein kleines Dorf geht, in den mittelhochperipher-zentralen Alpen. Und wie dieses Dorf sich quasi durch zwei ganz außergewöhnliche Menschen zu verändern beginnt. Und ja, es geht um 14,8 Meter lange Bandwürmer, es geht um Seifenkisten, die zum Mond fliegen wollen, es geht um Mönche, Priester, Pfarrersköchinnen, kleine Ministranten, die zu Helden werden, es geht um einen Dorffußballer, der das Herz im rechten Fleck hat und eine Teenager-Prinzessin, die relativ früh schwanger wird und zwar unter sehr mysteriösen Umständen. Und es geht eben um meine Hauptfiguren, Johannes A. Irwan und Dr. Johannes Gerlitzen, einen Bandwurmforscher und seinen Enkelsohn, der halt zum Historiographen dieses Dorfes wird und das Dorf dadurch für immer verändert.